Hallo und herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, zur Neuheitenvorstellung 2024 von der Messe aus Nürnberg. Das wäre sozusagen mein Satz gewesen, wenn ich jetzt vor Ort wäre. Ja, und so bleibt mir nur ein nicht weniger herzliches Hallo, liebe Conny, lieber Stefan und natürlich Sie, liebe Modellbahnfreunde aus der Ferne. Leider kann ich nicht in Nürnberg bei der Neuheitenvorstellung vor Ort sein, auf die ich mich natürlich schon sehr gefreut habe. Grund ist eine Erkrankung, die mich zwingt, ja sozusagen die Messehalle mit dem OP-Saal zu tauschen. Aber ich habe ja auch ein prima Team hinter mir um Stefan Eberhardt und seine Firma medienpartner.net, die er ohne zu zögern vorschlug, meinen Part zu übernehmen. Und das bringt mir den größten Respekt ab. Aber liebe Conny und Stefan, jetzt legt mal los. Ich freue mich auch schon, allerdings vom Krankenbett aus dann die Neuheitenvorstellung zu sehen. Und die Modellbahner warten ja ebenfalls drauf. In dem Sinne, legt los. Und ja, dann liebe Modellbahnfreunde, bis demnächst wieder. Live, euer Frank Buttig. Vielen Dank, lieber Frank, und in dem Moment auch schon herzliche Grüße nach Berlin. Die besten Wünsche zur Genesung von uns beiden hier. Nämlich, ich habe jetzt Conny Fissmann neben mir stehen. Ja, hallo. Ja, liebe Conny. Liebe Grüße an Frank. Ich darf auch den Frank ja heute hier vertreten und er hat natürlich die Messlatte enorm hochgelegt. Ja, also ich mache das jetzt mal mit dir, obwohl ich den Frank schon vermisse. Sag ich dir von vornherein. Ja, das glaube ich. Mir geht es genauso. Okay. Aber ich denke, wir machen das Beste draus. Ja, wir fangen auch mit kleinen Sachen an. Man soll sich ja hocharbeiten und ich glaube, die kleinste Sache hast du hier schon in der Hand. Ne? Wir fangen hier mit den kleinsten, schönsten Sachen an, die es überhaupt gibt. Und zwar, wir hatten ja schon mal gefragt, was es sein wird und es ist der Käfer geworden. Und doch kein Trabant. Wir tut mir leid, aber du kannst dich an unsere Schaltung erinnern. Ich habe früher einfach zu viel Herbie geguckt, da war das. Ja, du kannst dich erinnern, zum Tag der Modellbahn haben wir miteinander gesprochen, beziehungsweise du hast mit Frank gesprochen und wir durften unsere Tipps abgeben, was könnte es denn werden? Ich glaube, der Trabant war dabei, der war auch ganz der hoch. Der war dabei, ich glaube, da waren noch andere Sachen dabei, aber auf jeden Fall ist es im Endeffekt der Käfer geworden, genau. Ja, und könnte es vielleicht mit dem Trabant trotzdem noch was werden? Ich meine, ist sicherlich auch ein Modell, was viele Liebhaber hat. Wir haben halt mit was sehr, sehr Kleinem angefangen und was danach halt folgt, das kann dann auch ein bisschen größer werden. Dann kann man sich ja ausrechnen, was dann ungefähr noch kommen wird, aber vielleicht in Zukunft, ferner Zukunft. Oder so. Aber was mir aufgefallen ist, ihr habt das wirklich auch hier durchziehen können. Ich kann durch das Fahrzeug durchgucken, durch die Scheiben, das ist ja der Wahnsinn. Ja, vorne schon, hinten wird da ein bisschen knapper, weil da brauchen wir noch ein bisschen Platz für Elektronik. Ja. Verschwunden ist sie noch nicht. Absolut. Und wenn ich mir das Modell so angucke und schaue mir auch die technischen Daten an, ihr habt da ja eine Platine reingebaut. Also das ist ja, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Die Platine ist der absolute Wahnsinn. Sechslagige Platine und die Spule von der Induktionsladung ist eingedrückt zwischen den Platinengrößen. Also das ist wirklich zwischen der Platine jedes Mal die Spulen eingedruckt. Das ist Hightech. Ja. Haben wir aber letztendlich auch gleich, und da kommen wir zu unserem nächsten Produkt ja auch schon, kleineres Auto, kleinere Stecker und damit haben wir so diese Problematik eigentlich, dass wir einen neuen Lader brauchen und auch ein neues Programmiergerät. Genau. Wir haben ja schon, vielleicht haben manche das schon gesehen, wir haben den Charger und der Charger war deswegen so wichtig und wird im Moment fein abgestimmt auf die PKWs und dann kann er auch kommen. Das ist wirklich die Induktivladung, nicht nur eine Ladung, sondern auch eine Kommunikation und da ist bei dem Käfer ganz wichtig, weil beim Käfer, wir haben natürlich Batteriekapazität ziemlich klein, wir brauchen da müssen da mehr Energie reinbringen, damit wir eben länger wie eine halbe Stunde fahren können. Kann man auch so laden, aber mit dem Charger wird das dann richtig Spaß machen im Dauerbetrieb auch. Das haben wir ja auch schon mal in einem kleinen Video sehen können, da kann ich mich dran erinnern, da habt ihr so eine Uhr laufen lassen, aber ich glaube, das war nicht der Käfer, das war in dem Moment ja noch ein anderes Fahrzeug. Das war noch ein LKW, ja. Ja, aber selbes System immer noch, also man kann das Fahrzeug über die Fahrbahn laden, überhaupt kein Problem. Genau, das ist überhaupt gar kein Problem. Alle Fahrzeuge grundsätzlich kann man auch mit einer Ladebuchse laden. Das ist beim Käfer nicht anders da. Aber ich habe halt eben, wenn ich spielen möchte und möchte auch ein bisschen länger gerne spielen, dann eben ist das mit dem Ladecharger total einfach mit der Induktivladung. Und das ist halt ganz wichtig für die Fahrzeuge, weil eben halbe Stunde und dann. Aber ich könnte auch eine halbe Stunde Spaß haben mit der Fernbedienung, oder?
Ja, wird auch funktionieren. Also er kriegt alle Funktionen, die wir auch von einem LKW kennen. Und alles, was der LKW hat, nur hat halt eben schon die Induktivladung schon mit drin und muss nicht nachgerüstet werden. Ein Riesenteil für diese Größe, Hut ab. Na? Vorne Kugel gelagert, damit ja. er auch schön läuft. Also ja. der hat schon... Ganz geschmeidig. Ja. Super. Lichter wird er alle bekommen, das wird schon ein tolles Ding. Ja, toll. Wollen wir zum nächsten gucken. Da haben wir hier zwei Stück, nämlich einmal mit einem Mercedes-Benz Rundhaube und dem Magirus Deutz. Ja, wir hatten halt ganz, ganz viele Anfragen von Kunden, die gesagt haben, ich hätte gerne ein Startset, aber Actros ist mir zu modern. Mhm. Ich brauche ältere Fahrzeuge und die hätte ich dann gerne als Startset. Und den Wunsch sind wir dementsprechend nachgekommen und haben halt eben jetzt den Magirus und auch den Rundhauber Fahrzeuge rausgebracht mit Startset. Ja, jetzt fällt mir eine kleine Zeile auf in eurem Prospekt, nämlich unter dem Actros Startset steht lieferbar. Bei ja. den anderen steht es noch nicht dabei. Wann ist es denn da soweit? Ich bin überhaupt froh, dass wir schon Sachen, die wir Neuheiten vorstellen, liefern können. Also da möchte ich mal darauf aufmerksam machen, dass das schon toll ist. Ja. Und deswegen, wenn wir noch weitergehen, dann sieht man, dass ganz wenige neue Fahrzeuge jetzt kommen, weil wir eben alles, was jetzt schon vorgestellt ist, wollen wir dieses Jahr rausbringen. Es kommen jetzt die ganzen Anhänger raus, es kommen die Rundhaube raus, Eckhaube raus. Also wir wollen dieses Jahr alles abarbeiten, was da von letztem Jahr und vielleicht vorletzten Jahr noch steht. Mhm. Gehen wir gleich im nächsten Bereich hier weiter. Und zwar die Feuerwehr bekommt Zuwachs. Ja, einmal ja. mit einem relativ modernen Fahrzeug, dem Mercedes-Benz Actros, und auch mit einem alten. Auch da haben wir einen Magirus Jupiter 3-Achs mit Pritsche und Plane. Genau. Wir wollen ja noch ein bisschen, Feuerwehr kommt immer gut an und dann wollen wir auch noch ein bisschen mehr Auswahl geben. Ja. Wie legt ihr so die Schwerpunkte fest, was er für Fahrzeuge rausgeht, was er für Fahrzeuge weiterentwickelt, dann die technisch umsetzt? Gibt es da vielleicht so das eine oder andere Auge, was dann mitliest bei Facebook, die Wünsche, was dann an Kipri-Modellen umgesetzt wird? Ich lese mir schon viel. Ich bin auch in den Gruppen von CarMotion bei mehreren. Also ich lese mir das schon gerne durch. Grundsätzlich aber das findet natürlich alles in Abstimmung statt und wir gucken schon eben, was halt eben auf den Kunden, also zum Beispiel jetzt bei den Startsets, da habe ich wirklich ganz, ganz oft auf den Messen das gehört, wir hätten gerne Startsets und deswegen, also da muss man schon, wir gucken da schon sehr viel, was unsere Kunden gerne möchten. Dem sei danach gekommen, das Ohr immer direkt am Kunden, bestens. Gehen wir mal weiter, ich sehe auf meiner Liste ein IR Traffic und IR Traffic Smart. Ja. Das eine erklärt sich ja schon durch den Namen Smart, also er kann so ein bisschen mehr als den IR Traffic, aber ja. grundlegend, was können die beiden eigentlich? Wir haben ja schon gezeigt den IR Mini. Der IR Mini, programmierbar, alles grundsätzlich programmierbar mit dem Car Manager. Das Ding ist nur, wenn ich so einen IR Mini benutze, um eine Ampel zu steuern, dann brauche ich ja mehrere IR Minis. Und das wollten wir eben zusammenfassen und noch ein paar mehr Funktionen machen und dafür gibt es den Traffic. Der Traffic redet mit den Fahrzeugen. Aber der Traffic ist auch im Prinzip mehrere IR Minis mit ein paar Zusatzfunktionen, aber der empfängt keine Infos. Also das ist nur ein einseitiger Monolog. Mhm. Und um den Dialog zu bekommen, deswegen gibt es den Smart. Ah ja. Und der ist auch gleich ein bisschen größer, hat mehr Anschlüsse, ja. damit wir dann auch gleich zum Beispiel ja, mehr Infrarot-LEDs zum Beispiel anschließen können, die er als Erweiterungsset bietet. Genau, die geben wir als Erweiterungsset und dann eben auch für den Smart eben auch, wo dann die Empfänger auch mit dabei sind, die Sensoren, die auch die Fahrzeuge auslesen können. Wenn ich dann ein Feuerwehrfahrzeug habe und das läuft mit, das hat die Lichter oben an, also es ist im Einsatz, dann kann eben der Smart, weil er das eben auch auslesen kann, sagen, oh, du bist im Einsatz, obwohl alle anderen Ampeln grün sind und du bist auf rot, halte ich trotzdem alle anderen an und lass dich durchfahren. Klasse Sache. Wer kommt bei euch auf solche Ideen? Und wir haben uns sehr, sehr viel mit Fahrzeugsteuerung, mit Straßenverkehr, also allein was man alles macht als Fahrer, wenn man abbiegt, das ist ein unglaublicher Wahnsinn. Oder wenn man sich überlegt, was für Lichter sind denn alles an so einem LKW dran? Also ja. man sagt, so schwer kann das ja oder so kann es gar nicht sein. Es ist extrem viel. Also wirklich, da sind mehrere Stunden an Diskussionen, was wir machen, was wir nicht machen, was können wir umsetzen, was ist noch notwendig. Da geht schon viel. Wir waren ja auch schon mal bei euch am Standort und da haben wir dann auch schon mal gesehen, so eure Teststrecken und so. Wie viele Stunden verbringt ihr denn letztendlich dort, um dann mal diese ganzen Modelle auch mal wirklich auf Herz und Nieren zu testen oder vielleicht sogar auch ins Spielen abzudriften? Wir haben da mehrere Mitarbeiter, die wirklich mit Herzblut dabei sind und da wirklich alle möglichen Tests machen.
Wir haben die Akkus auf Herz und Nieren. Da haben wir, das war einer von einem Mitarbeiter der Lieblingsfest, der hat ihn angefackelt. Okay. Das hat er wirklich toll. Das hat er auch gesagt, hat richtig Spaß gemacht. Das heißt, Nagel durchgejagt. Als Verbrenner, oder? Genau, einfach mal geguckt, wie das geht, wie toll die Batterie brennt. Ja. Also wir haben da mehrere Mitarbeiter, die wirklich die Fahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen. Für Spaß bezahlt werden, das hört sich gut an. Ja, zum Anfackeln. Kommen wir gleich zum nächsten. Die Akkus müssen irgendwie geladen werden. Ihr habt diesen Induktivcharger. Ja, der Induktivcharger ist das. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal ein paar Mal angedeutet, gezeigt, aber dieses Jahr halt jetzt offiziell vorgestellt, damit man ein bisschen planen kann im Voraus. Das ist das, was wirklich jetzt, wenn ich einen längeren Betrieb haben will oder eben für die PKWs, wenn ich die laden möchte, dann brauche ich halt den Charger. Dafür, alle Fahrzeuge sind nachrüstbar. Mhm. Das heißt, ich kann die Induktivladung noch nachrüsten, bei allen Fahrzeugen, die bis jetzt ausgeliefert wurden. Aber PKWs grundsätzlich sind so klein, da ist das grundsätzlich schon in der Platine mit drin. Mhm, genau. Das heißt, wenn du jetzt uns mal zeigen würdest, wir haben hier vor uns auf dem Tisch ein Fahrzeug stehen, das ist mit der integrierten Induktivladung. Genau. Und beim LKW sieht es dann wie aus? Beim LKW sieht es grundsätzlich so aus, ich habe sie jetzt schon noch drauf, ich muss sie mal kurz runternehmen. Hoppsi. Man muss das natürlich nur einmal machen, deswegen das, was wir hier machen, das ist nicht ideal. Das ist einfach nur die kleine Spule. Ich wurde auch letztes Jahr schon gefragt, wofür denn hier die zwei Pins sind. Ah ja, hat schon einer ganz genau hingeguckt. Ja. Einer kam sogar um die Ecke und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr Induktivladung macht? Und ich habe nur gedacht, wäre eine Idee. Ist zwar schon drin, kann ich nur noch nicht sagen. Ja. Dafür die beiden Pins reinstecken. Und dann hat die Motorhalterung, hat auch unten drunter schon die Stecker, wo man das eben draufstecken kann. Mhm. Und ihr habt ja für dieses Induktivcharger-System habt ihr ja direkt auch ein Patent. Genau, für die Kommunikation, weil Laden gibt es ja schon, aber unsere Fahrzeuge fahren ja vorwärts und dann müssen wir gucken, der fragt, kommst du Fahrzeug? Und dann sagt er erstmal, fahr mal bitte langsamer. Mhm. Ist natürlich noch logisch, noch einen Bremsmagneten vorher hinzusetzen, aber im Prinzip, der Charger, der tut auch schon die Fahrzeuge verlangsamen, fragt, bist du da? Und irgendwann sagt das Fahrzeug, ich komme. Und dann kommunizieren die so lange miteinander, bis er auf perfekte Position ist. Oder, falls er voll ist, schickt er den auch direkt weiter und sagt, hey, du brauchst nicht geladen werden, geh mal bitte weiter. Und dann habt ihr ja auch, das war so ein kleines Detail, was mir im Neuheitenkatalog aufgefallen ist, es sieht erstmal völlig unspektakulär aus. Ein Stückchen Draht oder ein Stückchen Kabel. Das ist aber sehr rückenschonend von euch gedacht letztendlich. Was ist das genau? Ja, wir haben ja extrem viele Möglichkeiten. Also wenn man sich länger mit dem Car Manager auseinandersetzt, dann weiß man, was da alles investiert wurde an Gehirnschmalz, damit das wirklich schön funktioniert. Und das ist eben das, wo ich ganz stolz bin auf unsere Entwickler. Die haben auch daran gedacht, dass man eben nachträglich noch den Charger oder auch den Smart oder den Traffic umändern kann, neu programmieren kann, andere Sachen von ihm verlangen kann und dann ist das Verlängerungskabel, steckt dann, wenn man es einbaut, schon dran, macht das Kabel nach draußen und muss nicht unter der Anlage rumkrabbeln und muss sagen, so irgendwie noch das finden, man muss nicht ausbauen, muss man grundsätzlich nicht, aber das zu finden und drunter schon schwieriger, so kann man jederzeit anstecken und kann das Ding umprogrammieren. Klasse Sache. Was mir gerade noch so für eine Frage einfällt ist, kann ich denn den Induktivcharger auch mit einer Ampel zum Beispiel koppeln? Das heißt, ja. Grundsätzlich soll das System insgesamt miteinander kompatibel sein. Mhm. Die Charger, ich kann auch zum Beispiel zwei Charger hintereinander haben und der vordere sagt, ey, mein Fahrzeug ist voll geladen, das Fahrzeug fährt weg. Dahinter wird einer gerade noch geladen, dahinter steht noch einer und der schickt den zweiten auf den ersten, dass der zweite auch wieder jemanden laden kann. Also alles miteinander kompatibel. Ja. Im Detail muss das unser Softwareentwickler dann ganz toll ausarbeiten und die anderen Entwickler. Das ist, glaube ich, der Letzte, der dann das Licht ausmacht bei euch am Abend, oder? Wir sind sehr stolz auf alle. Das glaube ich. Ihr habt ein unheimlich starkes Team. Wir durften euch auch schon mal besuchen. Also war grandios. Ja. Na, gehen wir mal jetzt von den Teilen weg und gehen in die Richtung Nachrüsten. Da habt ihr ja auch Teile mit dabei. Ihr habt zum Beispiel, sieht im Katalog recht schlicht aus, eine Vorderachse komplett. Ja, wir hatten viele Bastler auch, die auf den Messen gekommen sind und haben gesagt, hey, können wir bitte irgendwie nur eure Vorderachse haben oder können wir vielleicht irgendwie nur den Motor haben? Ja. Und da sind halt eben dass wir halt eben da ein paar Bausteine liefern und aber auch
in Verbindung mit einer Universalplatine, dass man da eben sich für Edelbass, da muss man schon sehr geübt sein, aber da kann man sich seine eigenen Sachen auch zusammenbasteln kann. Das heißt, ich kann jetzt aus dem Kibri-Sortiment auch wählen und kann dann kombinieren? Ja, nicht nur aus dem Kibri-Sortiment. Also man muss schon sehr geübt sein, um das zu können. Aber ich glaube, ich kann das sagen, wir haben von AWM die Werkzeugformen gekauft. Und wer den Automobilmodellhersteller kennt, AWM, wir haben AWM selber nicht gekauft, aber wir haben die Werkzeuge gekauft. Das heißt, man kann sich ja ungefähr ausmalen, welches Sortiment jetzt so bei uns gerade uns zur Verfügung steht in den nächsten paar Jahren und worauf man sich freuen kann. Ja. Da gab es dann natürlich auch die Busse, auf die viele warten. Und genau. Die Platine ist dann auch so ein Stück weit Eigennutzentwicklung, die wir dann auch in unsere Busse einbauen werden. Ja, genau. Du hast die Busse gerade angesprochen. Die sind ja auch im Prospekt mit aufgeführt. In H0 in weiß. Weiße Busse ist jetzt nicht der Standard, oder? Das sind die normalen, also sind erstmal nur ganz normale Modelle. Die haben wir jetzt nur für Kibri rausgebracht. Und das Besondere ist halt bei den weißen Modellen, das hatte mein Vater übrigens auch gefragt, warum sind die weiß? Das war, viele Modellbahnen oder Automobilsammler werden das wissen, die werden dann customized. Das heißt, man tut da eigene Bedruckung drauf, eigene Lackierungen drauf machen und deswegen haben wir die einfach nur als Weißmodelle rausgebracht. Und ihr habt auch ein Getriebe mit Motor rausgebracht, also Doppelachse, wenn ich mir das im Katalog anschaue. Dann sicherlich auch im Hinblick, dass die LKW weiter motorisiert werden können von Hand. Ja, also wir wollen grundsätzlich den Kunden so viel Freiheit geben wie möglich. Deswegen auch die Universalplatine, deswegen auch die Achsen, die Vorderachsen, der Motor. Wir müssen halt gucken, vielleicht kann man bei dem Käfer auch noch auf andere Sachen hoffen. Ja, jetzt haben wir alles motorisiert, jetzt geht es dann auf die Straße und da geht es nicht nur geradeaus, sondern da gibt es dann die Möglichkeit, wenn ich das so sehe, auch einen Abzweig mit Handbetätigung und auch mit Motor. Ja, also das war ja auch ein großer Kundenwunsch, was generell gefordert wurde, viel auf den Messen, habt ihr Weichen, habt ihr Weichen? Das war sehr oft gefragt und ja, wir haben jetzt Weichen. 2-3 Wege weichen, das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich entweder links geradeaus, rechts geradeaus oder eben 3 Wege, wo ich hin möchte. Ja, und die kann ich mit Hand steuern oder wie funktioniert das? Das ist genau der Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte nicht nur alles sehr, sehr hochtrabend und sehr, sehr technisch machen, sondern ich möchte auch die nicht vergessen, die kleinen Kinder, die an der Anlage stehen und sich super freuen. Die gibt es auch erstmal als Handweiche, wo man einfach nur an der Seite ein Draht reinsteckt. Zieht und dann kann man die einfach per Hand auch schalten. Wenn ich dann möchte, das ist ein bisschen komplizierter und mit mehr Verkabelung, dann kann ich die entweder nachrüsten oder ich kaufe mir gleich die motorisierte Weiche. Ja, und da habt ihr aber nicht auf einen Servomotor gesetzt, habe ich so gehört? Ja, wir wollten gerne etwas, was für uns sich sehr lange schon bewährt hat und das ist einfach unser Planetenmotorgetriebe, was eben schon bei dem ersten Versuch über 150.000 Schaltungen hinter sich hat, also ohne Probleme. Da kann man wirklich sicher sein, dass das funktioniert. Ja, das heißt, man kann die Fahrzeuge jetzt schön mit den Weichen steuern. Ja. Im besten Falle kann man dann auch die Fahrzeuge da entlang steuern, wo es dann teure Fotos gibt. nämlich bei dem Blitzer-Sortiment, was ihr jetzt auch im Sortiment habt. Ja. Ja, so zum Beispiel eben der mobile Blitzer, der kleine Dreibein-Blitzer, der da so ganz gemein an der Straße manchmal steht. Ein Tarnnetz gibt es wahrscheinlich noch nicht dazu. Er steht noch relativ offen da, aber macht teure Fotos. Macht sehr teure Fotos und ich habe mich immer über die sehr teuren Fotos sehr geärgert. Wir hätten auch was da jetzt. Heute früh, es war knapp, aber wir sind noch drum rumgekommen. Ich bin da echt, ich fand das immer ärgerlich und ich habe gedacht, ich will einmal einen Blitzer, wo Spaß macht, wo ich den einmal kaufe, einmal bezahle und danach freue ich mich einfach nur noch, wenn es blitzt. Ja. Sehr schön. Und bei euch ist es aber so, der macht das teure Foto und dann kurz danach steht dann gleich der Herr Polizist da und schwenkt die Kelle. Wir hatten den Polizist schon im Sortiment und haben uns jetzt entschieden zu Carmotion und zu den Blitzern. Ist das natürlich ein herrlicher Traum, wenn der gleich die Fahrzeuge rauszieht, die dann zufällig neben dem Bulli auf dem Charger stehen. Ja. Wo die auch gleich einen Grund haben, weil sie ja so viel Energie verbrauchen, wo sie gleich dann auch wieder aufgeladen werden. Ganz geschickt durchdacht. Sehr schön. Ja. Und es gibt ja dazu auch so ein kleines Kabelset. Was hat es denn damit auf sich? Das sind Sensoren, die unter die Straße kommen. Die erkennen dann, wie schnell der Blitzer fährt. Also grundsätzlich kann der Blitzer einfach nur ganz normal im Diorama-Modus blitzen und macht, wie die Selfie-Frau, hin und wieder mal Bilder von Standsachen. Oder eben, ich kann mit diesen Kontakten das zusammen verknüpfen und kann eben sagen, hey,
wo fährt das Fahrzeug, wie schnell fährt das Fahrzeug. Mit der Distanz von diesen Sensoren kann ich entscheiden, bin ich jetzt innerorts, bin ich außerorts, wie schnell dürfen denn die Fahrzeuge fahren, bis es blitzt. Und so blitzt ja wirklich auch nur Fahrzeuge, die wirklich zu schnell fahren. Hm. Oder ich stelle die ein bisschen langsamer ein und dann werden die einfach fahren die geradeaus weiter, ohne dass der Polizist was sagt. Das ist echt der Hammer. Man sprachlos bei diesen Geschichten. Genauso wie bei der nächsten, als ich die gesehen habe, mit der lapidaren Überschrift Frau für besondere Dienste bewegt. Müssen wir da jetzt gucken, dass 22 Uhr irgendwie schon vorbei ist? Oder? Nee, ich glaube, das kriege ich so formuliert, dass es auf jeden Fall in Verbindung mit dem Soundbar-Liebespaar sehr interessante Gespräche geben wird. Aha. Also da kann man sich auch drauf freuen, das wird schon witzig. Ja, genau. Du sagst ja gerade, da gibt es das Soundmodul Liebespaar dazu. Ja. Und wenn ich das sehe, nachrüstbar für CarMotion, ich kann die also an den Straßenrand stellen und wenn mein Auto rankommt, dann beugt sie sich ganz lässig nach vorn? Dann beugt die sich ganz gekonnt runter zum Fahrer. Aha. Ein Wahnsinn. Mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Das soll ja ein bisschen Fantasie soll ja bleiben und sind wir einfach mal gespannt. Genau. Ja, es fällt natürlich dann schwer, von so einer bewegten Dame zum Wagenmeister überzuleiten, aber ich mache das jetzt mal ganz plump. Was hat es denn mit dem auf sich? Der rennt ja nun mit einem Hammer rum, wenn ich das so richtig sehe. Und was ist daran der Hammer? Der Hammer ist einfach nur, der ist zum Klangüberprüfung da von den Rädern. Das wurde gemacht mit einfach mal kleines Dong und dann hat er ganz spitze Ohren, kriegt er und guckt dann, ob die Räder an den Zügen beschädigt sind, irgendwelche Rissen haben. Mhm. Die müssen einen besonderen Klang haben und dann weiß man, das ist in Ordnung. Das ist einfach auch wieder was für die Eisenbahn dabei. Ja, so ein kleines Detail auf der Platte ist eine schöne Sache. Genauso auch wie das nächste, da seid ihr ja auch ganz modern unterwegs. Ihr habt vor ein paar Jahren die Tankstellen vorgestellt und die wird jetzt, oder die kann man ergänzen, man kann ja die auch überall anders hinstellen, die E-Ladesäule mit LED-Beleuchtung, was ja zu betonen ist, weil es gibt sicherlich auch die ein oder andere E-Ladesäule, wo schlichtweg einfach ein Aufkleber drauf ist. Ja, deswegen hätten wir gerne bei uns ist die doppelt beleuchtet. Also wir haben, wenn, dann machen wir das schon richtig, ja, weil die stellt man dann, kann man dann natürlich beidseitig Tampon bedruckt und dann kann man die auf jeden Fall auf beide Seiten. Kann man auch mal ganz lustig neben den Charger stellen, weil unsere Fahrzeuge werden ja wirklich elektrisch geladen. Deswegen wollten wir das auch ein bisschen was Modernes noch dabei haben. Nur festkleben sollte man wahrscheinlich den kleinen Stecker nicht. Kann man locker machen, wenn man einfach nur Standautos hat. Aber wenn ich jetzt damit weiterfahren möchte, dann würde ich den Stecker nicht mehr dran kleben. Wobei bei den großen Steckern, die ihr baut, wäre es ja fast möglich, auch da noch eine Option. Also, das ist nicht nur für Autos, also für LKWs. Ja. Wir haben die minimal größer gemacht, dass es auch noch für beides durchgeht. Klasse. Leuchten tut das Display der Ladesäule und leuchten tut auch die Hausnummernbeleuchtung, die er vorstellt. Ja, ich fand das schön einfach nur. Ich wollte meine eigene Hausnummer gerne beleuchtet haben. Ist die 26 dein? Nein, 16 ist meine, aber dann kann man das halt einfach mal schön irgendwo hinmachen an die neuen Häuser. Und man kann halt eben, man hat so Klebesticker dabei und dann kann man die zurechtschneiden, seine eigene Hausnummer dran machen. Gefällt mir sehr gut. Werfen wir jetzt mal den Blick in Richtung Österreich-Schweiz. Auch da leuchtet es weiterhin. Ihr habt dort die Lichtauffahrtsignale von Alpha-Modelle. Die habt ihr weitergeführt. Was hat es damit genau auf sich? Das ist ein sehr, sehr altbekannter Freund gewesen, kann man schon sagen, von der Familie. Und der hat die Alpha-Modelle gemacht und der ist leider verstorben. Mhm. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, das weiterzumachen und wollen da eben den Kunden, die da mit Alpha-Modell sehr zufrieden waren, weil auch sehr schöne Modelle gebaut haben, da eben weiterschauen, wie weit und wie gut wir das Sortiment eben weiterführen können. Mhm. Da sind auf jeden Fall bestrebt, mehr zu machen. Und da habt ihr eben die verschiedenen Möglichkeiten für die Modellbahner, für die Schweizer Fans und für die Österreicher zur Verfügung gestellt. Genau. Haben wir ja vorhin schon mal den Käfer kurz angerissen, oder mehr oder weniger kurz, würde ich fast sagen. Den gibt es auch als Bausatz,
Also für mich, ich habe relativ große Hände, für mich so ein Bausatz, ich weiß nicht, was da zum Schluss rauskommen würde, auch wenn es H0 ist, also schon recht groß ist, aber es gibt tatsächlich Leute, die kaufen den als Bausatz und machen dann... Ja, natürlich, weil der ist auch wieder als Weißmodell und dann kann man den Käfer sich auch schön anmalen. Vielleicht auch schön eine, bunt 70er-Jahres-Stil. Ja, vielleicht Blumen. Auch mal so Herbie, ja. Oder so pink mit so Herzchen, das ja. fände ich auch toll. Also na, wenn einer das machen toll. Möchte, kann er mir gerne zuschicken. Ja. Nehme ich gerne. Ja. Das ist ja nicht toll. Und ihr habt auch das Fertigmodell davon. Das ist allerdings nicht weiß, das ist dann beige. Das ist dann wiederum in der Originalfarbe, genau. Ja. So, und jetzt noch was Kleines zum Schluss. Wir waren eben in H0, kommen jetzt noch mal zu N. Ja, die N-Banner werden ja manchmal vergessen, was nicht so schön ist. Und deswegen gibt es jetzt für die N-Banner auch unser Lichtsignal. Ja, ein kleines, niedliches, aber modernes Lichtsignal. Wie das. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles, wenn ich mir da so anschaue. Es gibt ja noch das ein oder andere für die N-Banner. Also bleibt mal in dem Bereich. Was habt ihr denn noch? Genau, wir haben für Polyplate haben wir noch die N-Werkstatt. Und weil wir die N-Werkstatt, wir haben ja für die großen Gebäude auch unsere H0-Werkstatt in Einrichtung, deswegen machen wir das für N jetzt auch und die ist handbemalt. Die ist handbemalt? Die ist handbemalt. Also da braucht man schon echt feine Fingerchen, um das zu machen. Ich stelle mir gerade den Pinsel vor, den man dafür nutzt, um das Hand zu bemalen. Wie viele Borsten hat er noch? Zwei? Ja, zwei, ja. Das reicht völlig. Mehr braucht man nicht. Und die N-Werkstatt, die gibt es natürlich, aber wir haben natürlich H0 auch nicht vergessen, die gibt es natürlich dann auch in H0. Genau, die haben wir dann hier nochmal, die sehen wir auch gerade nochmal in H0 mit der Frontansicht und der Eingang zum Büro, der variabel montierbar ist. Ja, und wem die zwei großen Tore nicht reichen, dem kann man noch weiterhelfen. Ja, da kann man einfach nochmal kleine Erweiterungssets machen und dann jeweils ein Segment noch dazu in beiden Größen, N und H0. In H0 und N. Und ich kann mich erinnern, ihr habt ja auch so filigrane Torantriebe. Gibt es da die Möglichkeit, vielleicht das miteinander noch zu kombinieren? Das müssen wir noch überprüfen. Also für Bastler ist, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Ja. Aber da müssen wir noch mal schauen. Okay. Weil die gehen so nach vorne auf und nicht hoch. Ja. Also wenn sie nach oben rolltormäßig, da könnten wir aushelfen, aber so nach vorne. Also erstmal so, die Bastler könnten da vielleicht was machen. Genau. Aber Standard ist es noch nicht. Nee. Okay. Bei der Form noch nicht. Dann sind wir ja hier jetzt soweit durch. Allerdings haben wir auf der letzten Seite die Steinkunst. Die wollen wir nicht vergessen. Nein. Ja, wir haben hier, wenn ich das sehe, H0, einen Seitenstreifen mit Parkbucht. Wie könnte es besser passen für einen Bus? Ja? Ja, wenn der Bus kommt, dann haben wir auch kleine Parkbucht für den Bus. Sehr schön. Das ist ja schön. Mit Induktivlader dann vielleicht. Ja, vielleicht, ja, natürlich. Das macht bei dem Bus natürlich auch Spaß. Ja. Und dann haben wir auch noch eine große Platte eben, wo man eben die Stöße nicht so sieht. Und dann kann man die Platte auch noch wunderbar da reinmachen und dann für größere Parkplätze. Oder eben, wenn eine Tankstelle kommt, dann kann man eine Tankstelle drauf machen. Oder ein ganzes Busdepot. Oder ein ganzes Busdepot. Und da gibt es dann den ein oder anderen Gullideckel auch. Was kann ich denn mit denen machen? Ja, die Gullideckel sind ganz klein, fein, wenn ich mal ein Magnet gebohrt habe und ich will einen rausnehmen und habe dann das unschöne Loch, dann kann ich das damit wieder schön zumachen. Genau. Wir haben ja auch gesehen, Magnetstreifen. Das ist ja von Anfang an die Basis letztendlich für das System, damit die Fahrzeuge überhaupt sich bewegen können auf den Platten. Außer man spielt mit der Fernbedienung, da geht es auch so. Da habt ihr ja noch was ganz Neues, auch diese Magnetstreifen in einer Stärke von 0,5 mm. Das ist ja, kann man fast nicht sagen. Also, das funktioniert auch und muss ich mir dann diese ganze Fräserei überhaupt noch antun oder wie kann ich die Streifen verarbeiten? Kann ich die einfach nur noch auf die Platte kleben? Ziehe ich dann die Steinkunststraße drüber? Wie funktioniert das? Die 0,5er ist dafür da, dass ich eben nicht fräsen muss. Also die Fräse ist wirklich ausgelegt auf die 1 mm. Man muss natürlich beachten, die 1 mm ist halt natürlich ein stärkeres Magnetfeld. 0,5er muss natürlich oben drauf hin auf die Platte geklebt werden. Und da kann ich dann eben drüber spachteln. Steinkunstmasse machen wir gerade ganz viele Versuche. Oder eben auch, wir versuchen auch die Steinkunst, unsere eigene Steinkunststraßen, schon die Nuten vorzulegen, dass man da eben drunter her kann und dann eben das einfach nur noch drauflegt. Ihr wollt es dem Modellbauer also so einfach wie möglich machen, in mancher Hinsicht. Ja. Und wir sind jetzt durch mit den Neuheiten. Oder hast du noch irgendwas, was du hier vielleicht noch nicht vorgestellt hast im Prospekt, was du uns aber vielleicht noch verraten kannst? Vielleicht einen kleinen Ausblick irgendwo. In der Frank, da ist ja immer so, ein bisschen was gibt es vielleicht noch.
Wir haben, also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel kommen. Wir bauen extrem viel aus. Natürlich wollen wir jetzt erstmal die Rückstände abarbeiten, was da ist. Aber deswegen haben wir jetzt auch zum Beispiel noch keinen Bus vorgestellt. Aber man kann damit, habe ich schon letztes Jahr gesagt, man kann damit auf jeden Fall schon rechnen, dass das, ja, da könnte vielleicht was passieren. Mal kommen könnte, genau. Liebe Conny, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, als Vertretung für Frank. Ich danke auch, hast du sehr gut gemacht. Dankeschön, die Blumen gebe ich gern zurück. Danke. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr uns wiedersehen, hier auf der Messe Nürnberg, ja, und den Zuschauern, den Modellbahnfans und Modellbaufans Sachen präsentieren können, wo sie wahrscheinlich einfach nur sagen, wow, wie haben sie das schon wieder gemacht? Ich bin begeistert. Ja, hoffentlich. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.